Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich Kenntnisse zu einer Textverwaltung, also in dem Fall hier Word 2016, im Zusammenhang mit dem Erstellen von vorwissenschaftlichen Arbeiten, also VWAs, Diplomarbeiten, Seminararbeiten vermitteln möchte. In diesem 13. Video geht es darum, wie kann ich im Word 2016 Fußnoten und Endnoten erstellen und einfügen. Ich habe hier unten das Beispiel von so einer Fußnote. Und diese Fußnote zeichnet sich dadurch aus, dass das eigentlich einen Verweis darstellt zu einer Quelle, zu einem Text zum Beispiel oder zu einer Grafik, die ich eingefügt habe und woanders gefunden habe. Ich habe hier also dann einen Text und da ist dann hier die Fußnote, siehst du, da steht dann Siehe Gebrüder und so weiter. Und da wird dann der Verweis, also eine Einser steht da oben, gehen wir mal zurück, da ist der Einser und unten auf dem unteren Teil der Seite siehst du dann hier die Fußnote, dass man praktisch auf einen Blick dann gleich sehen kann, wo ich da etwas Bestimmtes gefunden habe. Und solche Fußnoten, ich vergrößere das jetzt hier wieder, solche Fußnoten wollen wir jetzt auch woanders einfügen. Ich möchte zeigen, wie das geht. Ich gehe jetzt an irgendeine Stelle hin, zum Beispiel hier zu sagen, und möchte hier dann dir zeigen, wie man eine Fußnote einfügen kann. Dazu setze ich den Cursor hierher, gehe dann auf Verweise und habe dann hier gleich ganz groß dargestellt Fußnote einfügen. Klicke her und schon komme ich hier unten dann im Bereich dann hier der Fußzeile die Möglichkeit, etwas einzutragen. Da könnte ich jetzt hinschreiben, siehe so und so. Da würde ich dann eben richtig korrekt dann zitieren, woher ich dann zum Beispiel etwas über sagen weiß. Was ich da genau hinschreiben muss, habe ich in einem anderen Video schon genau beschrieben. Hier geht es ja nur darum, zu zeigen, wie man das in dieser Textverarbeitung dann auch wirklich eingeben kann. Ja, wesentlich ist, dass du hier den Zweier siehst. Das bedeutet, dass es wohl eine Einser gibt. Das haben wir vorhin schon gesehen. Wenn ich das jetzt hier so weitermachen würde, also wieder eine Fußnote einfügen würde, gehe ich einmal hierher, dann würde dann die nächste Fußnote, du hast das schon erraten, dann einen Dreier dementsprechend bekommen. Ich kann das jetzt aber auch anders machen und nicht nur meine Verweise in Fußnoten machen, sondern ich kann das auch in Endnoten machen. Wenn ich jetzt hierher gehe, kann ich auch eine sogenannte Endnote einfügen. Ich gehe jetzt hierher und habe dann am Ende vom Text dann die Möglichkeit, hier eine Endnote einzufügen. Also ganz zum Schluss vom Text kann ich dann hier etwas eingeben. Wenn ich dann an einer anderen Stelle geben würde, also dann macht man es nicht als Fußnote, sondern dann werden die ganzen Verweise dann erst am Ende eines Textes, zum Beispiel auch Kapitels, dann eingefügt. Gehe wieder hierher. Du siehst, dass dann die nächste kommt. Und wenn ich dann weiter da vorne hingehe, also vor dem ersten Mal, wo ich das gemacht habe, dann kann ich das hier zum Beispiel machen, wieder Endnote. Und du siehst, dass er hier dann auch automatisch, und das ist sehr praktisch, automatisch dann auch an die erste Stelle rückt. Das heißt, er nummeriert das nicht durch. Ich habe hier eine neue 1, eine neue 2 und eine neue 3 dann stehen. In dem Fall hat er hier die römischen Ziffern dann zur Nummerierung dann verwendet. Das heißt, du weißt jetzt, wie man Fußnoten einfügen kann und wie man Endnoten einfügen kann. Wenn ich das hier auf einer eigenen Seite haben möchte, natürlich, dann kann ich hierher gehen und kann dementsprechend dann sagen, okay, die Endnoten, die ich hier eingefügt habe, gehen wir auf eine neue Seite. Dazu gehe ich auf Layout. Mache Umbrüche, nächste Seite und könnte jetzt hier zum Beispiel hinschreiben Endnoten. Und habe dann hier auf einer eigenen Seite die ganzen Endnoten hier von meiner Arbeit. Danke für deine Aufmerksamkeit.